Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins auf MyRegio TV. Lokales und Regionales, wie immer kurz und kompakt. Schön, dass Sie uns auch diesmal wieder angeklickt haben. Und hier sind natürlich die Themen unserer aktuellen Sendung. Pirates, eine abenteuerliche Zeitreise. Wir lassen uns zurückversetzen in dieses aufregende Zeitalter. Sind bei der Premiere vom Wurmvergnügen, das zum ersten Mal in Überpalenberg stattfindet, besuchen den Klassiker Hückelhoven berühmt zu seinem Jubiläum und erleben generationsübergreifenden Spaß beim Crazy Race in Wassenberg. Getrieben von den Winden und stets auf der Flucht vor Königen und Herrschern, führen sie ein aufregendes Leben voller Gefahr und Abenteuer. Im Brückenkopfpark in Jülich erleben wir Piraten auf der ständigen Suche nach dem großen Glück, Freiheit und Reichtum. Piraten, tollkühne Halunken, die aus aller Herren Länder kamen und unter anderem in der Karibik ihr Unwesen trieben, gelockt von den Routen der spanischen Goldschiffe. Sie lebten in einer Zeit, als die Schiffe aus Holz und die Männer aus Stahl waren. Im Jülicher Brückenkopfpark wird das Leben dieser wilden Kerle eindrucksvoll in Szene gesetzt. Ich habe gerade die Schiffskanone abgeschossen, 50 mm Durchmesser. Und die wird gebraucht auf jedem Schiff, vorne, Bug und hinten Heck. Nicht an den Seiten, da sind größere Kaliber. Größere und kleinere Shows geben dem Besucher einen Einblick in das Piratenleben. So auch die amüsante und akrobatische Showse Fleck, in der Vitek mit seinem Partner das Publikum zum Lachen bringt. Ich bin Vitek aus der Gruppe Kudadlo aus Tschechischer Republik. Wir machen Gauklerei, Stelzen, Feuershow, Akrobatik, ganz oft in Deutschland auf Mittelaltermärkte und Weihnachtsmärkte im Winter. Aber wir arbeiten in den ganzen Europa. Für mich persönlich war das zuerst ein Hobby und dann langsam ist es zu Beruf gekommen. Und es hat mir immer Spaß gemacht, von den Leuten etwas zu machen und es macht mir auch Spaß, ein bisschen von allem zu machen. In Tortuga Bay liegt das Lager von Captain Ninefingers und seinen Gesellen. Wir stellen Kaperfahrer dar aus dem 18. Jahrhundert. Und zwar sind wir genauso wie Piraten auch auf See tüchtig. Mit dem Unterschied, dass wir einen Kaperbrief haben. Das heißt, wir kämpfen für einen König. Wir werden von ihm bezahlt. Wir haben einen Teil von den Prisen. Und wir sind in Krieg gegen alle Länder, die im Krieg mit dem König sind. Dementsprechend werden wir auch bezahlt. Wenn ein Krieg jetzt zu Ende läuft, sind wir notgezwungen, weiterzumachen. Gilt natürlich der Kaperbrief nicht mehr. In diesen Fällen verscherbeln wir, was wir gekapert haben. Wir reparieren gekaperte Schiffe, wir handeln mit Schmuck, mit Stoffe, mit alles Mögliche, manchmal auch menschliche Ware. Ich und ein Fass voller Wein und Humor soll zwischen. Ich und ein Fass nur allein, dem Himmel entrissen oder aufgeschissen, es könnte noch viel schlimmer sein. Lecker, 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 Zyklumspieß! Das Captain's Dinner bietet indes noch ganz andere Genüsse, nicht nur für das leibliche Wohl. Wir sind hier beim Captain's Dinner bei den Buccaneers und hier ist ein bisschen Action-Theater zwischen einem Fünf-Gänge-Menü. Und wir haben ein paar Damen noch engagiert, die hier bedienen, die aus dem anderen Milieu kommen. Es reicht! Mir reicht's! Ich hab mich halt verschluckt. Kann doch mal passieren, oder? So, ich schreibe rum! Auf das kann ja wohl nicht so schwer sein, aber nein, du musst dir unsere Wette versauen. In dieser Dinnershow geht es um eine Freundschaft, die Freundschaft zwischen dem Captain und seinem Steuermann und wie diese zerbricht und jeder seinen Teil der Freiheit definiert. Was ist Freiheit, wo fängt sie an, wo schneidet sie den anderen in den anderen rein, in deren anderen Bedürfnisse. Und letztendlich ist es so, dass der Steuermann seinen Captain verrät, um die Mannschaft zu retten. Ob das Ganze gut geht, wir werden sehen, wir wissen es selber noch nicht genau.
Das Filetstück des Events ist das mobile Open-Air-Action-Theater, das mit über 30 Akteuren das Wasser des Alchemisten aufführt. Unter anderem dabei 4 Profi-Stuntmen. Wir sind mit 4 Leuten hier und es macht einfach unglaublich Spaß, eine Live-Show zu machen. Ganz im Gegensatz zu den großen Hollywood-Produktionen, die wir sonst machen, denn hier muss alles passen. Hier ist alles live. Wir haben ganz tolle Pyrotechnik und jeder Schritt muss einfach sitzen. Die Stunts, die wir hier zu tun haben, die machen einfach unglaublichen Spaß, weil es so ein Kindertraum ist, den wir hier verwirklichen. Und ich glaube, der Blick in die leuchtenden Kinderaugen, der gibt uns auch recht, dass wir hier Spaß bei der Arbeit haben und auch den Spaß ins Publikum transportieren. Wir sind das Open Air Action Theater. Wir haben hier jetzt circa 6 Monate intensiv geprobt mit circa 30 Akteuren. Davon waren ungefähr, es war schon wieder gelogen, Piraten, die erste Lüge, es waren circa 40 Akteure heute. Das kommt daher, dass wir ungefähr 20 Schauspieler in der eigenen Crew halt haben. Wir haben 4, 5 Stuntmen, wir haben Pyrotechniker, wir haben einen Techniker, der das alles abmischt. Aber wir haben auch Freunde im europäischen Umland und wir laden die immer wieder dazu ein und bauen dann halt eine Show etwas interaktiv. Und haben heute in der Tat 8 Fechter aus der Tschechei dabei gehabt, die heute zum ersten Mal da waren, die heute Morgen wirklich um 7 Uhr erst angereist sind, mit denen wir dann heute Mittag intensiv geprobt haben und das ist dann dabei rausgekommen heute. Ein ereignisreicher Tag mit vielen Eindrücken aus dem Piratenleben neigt sich dem Ende entgegen und findet seinen Abschluss bei einer großen Feuershow. Frisch renaturiert fließt die Wurm durch ihre neue Auenlandschaft. Beim ersten Wurmvergnügen wird nun die neu geschaffene Natur auf einer rund 800 Meter langen Strecke von Schloss Zweibrücken bis Frelenberg mit sportlichen Effekten gemischt. In rund 12 Minuten ist die Strecke zwischen Start und Ziel, also dem Einstieg Höhe Schloss Zweibrücken und der Frelenberger Wurmbrücke, zu schaffen. Wenn man will. Doch die meisten gehen das Ganze etwas gemütlicher an. Also die grundsätzliche Idee ist gewesen, hier auf der Wurm mit Kanus zu fahren. Dazu ist sie aber nur mal zu schmal, weil die können da nicht drauf drehen. Deshalb haben wir gesagt, wir können die Tubes einsetzen. Und gerade diese Tubes, das macht einen Riesenspaß, weil die sich auch noch in sich selber drehen. Vor allem, wenn die kleinen Schnellen runtergehen. Und ist halt nicht so ganz einfach mit zu fahren. Aber letztendlich, wenn man die ersten 100 Meter hinter sich hat, ist es wirklich richtig, richtig klasse. Das finden auch die zahlreichen Tuber, also die Teilnehmer an diesem Event, die mit ihren roten, einsitzigen Gummireifen mit Boden die Wurm entern. Die Idee, die kam halt dann mit den Tubes wieder von dem Rafting, was wir sonst machen. Und die sind aus demselben Material, das heißt, die sind auch unkaputtbar, die Teile. Und die Leute, die haben einen Riesenspaß, werden aber auch klatschnass. Aber die meisten, die nehmen das auch in Kauf. Helfer von Feuerwehr, THW und DLRG unterstützen tatkräftig und passen auf, dass niemand zu Schaden kommt. Insgesamt eine wunderschöne Veranstaltung. Wir sind hier heute auch von der DLRG zuständig für die Absicherung der Wasserwege, besonders hier an dem Wehr, was wir neben uns sehen. Super Geschichte eigentlich. Es ist ganz lustig, wenn die Leute sich da mal in den Bäumen verheddern mit ihren Reifen oder auch nette Gruppen mit 4, 5 Leuten, die sich gegenseitig nass spritzen. Grundsätzlich, meistens sind sie trocken, bis sie hier ankommen und dann kommt die Welle im Wehr, ja, wo dann klitschnass sind. Die unterschiedlichsten Gruppierungen gehen hier an den Start und haben eine Menge Spaß an dieser nassen Angelegenheit. Wir sind die Heuschrecken und Tour und unser Motto ist Fressen, Saufen, Weiterziehen. Wir sind so eine Gruppe von Freunden, die sich regelmäßig treffen. Ursprünglich unter dem Motto, privat zu Hause zu treffen und die Kühlschränke leer zu fressen. Hat sich aber dann so entwickelt, dass man jedes Event mitmacht, was so ansteht und viel Spaß hat. Und genauso dieses Wurmvergnügen wollten wir uns auch mal ansehen. Erst wollten wir uns das nur mal ansehen. Und dann meinte dann einer, ne, Guido, wir sollten dann direkt mitmachen. Nicht nur angucken und nächstes Jahr mitmachen, sondern direkt mitmachen. Und das war super, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht.
Wem das Ganze dann doch zu feucht wird, lässt sich im Schloss von der Jugendfeuerwehr mit Leckerem vom Grill verwöhnen oder nascht nach Herzenslust die süßen Köstlichkeiten der Bäckerei Plum. Eine gelungene Premiere, die aber keine Konkurrenz zu ähnlichen Wasservergnügen darstellen soll. Es ist keine Konkurrenz zum Badewannenrennen in Geilenkirchen, es ist völlig was anderes, aber ich denke, der Erfolg, der gab uns recht. Die Leute sind trotz Regen gekommen und haben mitgemacht, haben Spaß gehabt. Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte in einer Neujahrsansprache einmal die Idee verkündet, dass wir auf der Wurm ein Kanurennen durchführen lassen wollen, aber das hatte sehr viele Schwierigkeiten beinhaltet, dies offiziell machen zu können. Und so ist im Verlauf der Jahre, gerade über Martina Walicek, die ist ja unsere Ideenfinderin, dieses Tube-Rennen dann hierhin gekommen. Ein Event, das zumindest an diesem Tag Wasser von allen Seiten beschert. Und das nicht nur den Tubern auf der Wurm. Doch auch die kühlen Temperaturen können die Motivation nicht schmälern. Und so herrscht Zufriedenheit auf breiter Front. Also es hat ziemlich Spaß gemacht. Ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass es einem auch noch bei diesem Wetter so viel Spaß macht. Aber es war wirklich richtig gut. Es hat sich wirklich gelohnt. Ja, es war eine ziemlich spontane Aktion, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr kalt, aber es ist wirklich lustig gewesen. Ich werde es auch nochmal machen. War echt lustig. Ein paar Leute reingeschmissen mit den Kollegen vom DLRG. Und eine sehr lustige Aktion. Wenn das nochmal stattfindet, hoffentlich bei besserem Wetter. Ansonsten nur zu empfehlen. Bevor wir über eine traditionelle Veranstaltung berichten, pflegen wir die Tradition einer ganz kurzen Werbung. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 7 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel. Jeden Tag. Freiheit, Lebenslust, grenzenlose Vielfalt bei Juwelier Kaya in Erkelenz. Edelstahlschmuck der Marken Ernstes Design, Breil, Piero Magli sowie ganz neu Steelware. Ob schlicht, edel oder extravagant, wählen Sie Ihre einzigartige Kombination und stellen Sie Ihr Collier oder Ihren Ring nach Ihren Wünschen individuell zusammen. Juwelier Kaya führt außerdem hochwertigen Schmuck in 585er und 750er Gold, mit und ohne Brillanten. Wir haben ständig mehr als 750 Freundschafts- und Trauringe in unserem Geschäft. Markenuhren von Ingersoll, Boss, Dolce Gabbana, Marco Polo, Bruno Banani, Icewatch, Certus, Girl Only und Hector zu unschlagbaren Preisen. Juwelier Kaya, Kölner Straße 28 in Erkelenz. Das Stadtfest Hückelhofen brummt wurde gemeinsam von der Stadt, der Werbegemeinschaft und den Freunden von Schacht 3 aus der Taufe gehoben. Nun geht es in seine 10. Auflage. Auch in diesem Jahr sind die Sponsoren ein unverzichtbarer Garant
für die Qualität dieser traditionellen Veranstaltung. Hückelhofen lässt es wieder einmal so richtig brummen. Zum 10. Mal begeistert das Cityfest mit einem breit gefächerten, familientauglichen Programm und musikalischen Leckerbissen auf der Mediamarktbühne. Seit 10 Jahren stimmungsvoller Genuss und wir kommen immer wieder gerne her. Ja, ich finde es einfach nur genial hier. Also macht richtig Spaß. Ja, ist immer wieder schön, jedes Jahr. Rund um das Rathaus sowie auf der Parkhofstraße erstreckt sich ein bunter Markt mit den unterschiedlichsten Angeboten. Von Kindertrödel bis Kunsthandwerkermarkt. Von den Mineralien- und Bergbaufreunden bis zur neuen NEW-Spielewelt, in der sich vor allem die jungen Besucher des Stadtfestes so richtig austoben können. Die Freunde guter Musik kommen in diesem Jahr ganz besonders auf ihre Kosten. Sind doch zum Jubiläum einige musikalische Leckerbissen verpflichtet worden. Den Auftakt machen am Freitag das Frauentrio Chicken Divine, unterstützt von ihrer Freundin Jin Cho aus Aachen, sowie das Kölner Urgestein und Ex-Leadsänger der Black Föhs, Tommy Engel. Bei mir hilft nur noch ein Wunder, bin eine Hypochonder, mit jeder Krankheit wär du. Ich bin eine Hypochonder, bei mir hilft nur noch ein Wunder, bin eine Hypochonder. Wenn ich krank bin, ich gesünder. Mir fällt's jedes Jahr gut. Auch das 10-Jährige, wunderbar. Ganz gut gemacht, mach so weiter bis die nächsten 10 Jahre. Ne? Am Samstag startet das musikalische Bühnenprogramm mit Stimmfarben, bestehend aus Denise Eimanns, die schon beim ersten Cityfest dabei war, und dem Geilenkirchener Gitarristen Ralf Simons. And I don't know how I can do without. I just need you now. Doch dies alles wäre ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich. Ein ganz besonderer Dank geht daher an die 3 Hauptsponsoren. Die 3 wichtigsten Partner der Stadt Hückelhofen beim Cityfest Hückelhofen brummt, die stehen hinter mir. Und nicht erst seit heute und gestern, sondern genau auch seit 10 Jahren halten sie uns die Treue. Also wir sind gerne als Sponsor dabei seit 10 Jahren. Es sind viele Menschen da, es sind viele Leute begeistert und enorm viele, die daran arbeiten. Herzlichen Glückwunsch Hückelhofen. Als Unternehmen der Region fühlen wir uns der Region verbunden und deshalb machen wir bei so einem Fest sehr gerne mit. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwann mal, wenn ich alt bin, meinen Enkelkindern erzählen kann, dass ich heute als Vorgruppe von Brinks auf der Bühne gestanden habe, das ist das Highlight überhaupt. Auch wenn Siegfried Stegers selbst ein bisschen schmunzeln muss, so bringt er es doch auf den Punkt. Das Cityfest überzeugt mit zahlreichen Highlights. 10 Jahre Hückelhofen brummt. Ein wahnsinniges Cityfest, was sich im Laufe der 10 Jahre hervorragend entwickelt hat. Sie sehen hinter mir, der Platz ist voll. Wir warten jetzt alle mit der Vorgruppe auf Brinks. Und dann denke ich, werden wir hier richtig abrocken. Ich freue mich, dass so viele aus Hückelhofen, aus der ganzen Region, dieses Fest annehmen, mit uns feiern. Wenn man viel arbeitet und gemeinsam was erreicht, dann ist es auch mal Zeit zu feiern. Und das machen wir, wie jedes Jahr am 1. Septemberwochenende Hückelhofen brummt. Wenn wir konnten, von 10 Mal sind wir mit Sicherheit 7 Mal hier gewesen. Ja. 10 Jahre Cityfest, super Wetter, Köstritzer, lecker Bier, super Stimmung. Wir warten auf das Programm, wir freuen uns auf die Brinks und ich würde sagen, schönen Abend. Vorher begeistert noch das Lagerfeuer-Trio mit seiner Musik und bringt das Publikum so richtig in Stimmung für den Haupteck des Abends, die Kölschrocker der Gruppe Brinks. Die anderen sind noch unterwegs und wir schon. Die anderen sind noch unterwegs und wir schon. Die anderen sind noch unterwegs und wir schon da. Wir alle sind Kölle, Mars in Baxille. Um uns Christo, ein Uniform. Gehen uns hier, hör noch kein Pille. Denn Baxille, ja nicht kaputt. Hey, hey, Baxille. Ein Hauch von Rennstreckenatmosphäre, jedoch ganz ohne Benzingeruch und ohrenbetäubenden Motorensound. Dafür aber mit jeder Menge Spaß
und glücklichen Teilnehmern im Alter von 6 bis 65 Jahren beim Crazy Race in Wassenberg. Dieser Beitrag wird präsentiert von Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel. Jeden Tag. Die Pontonsonallee in Wassenberg wird kurzerhand in eine Rennstrecke verwandelt und bietet den ganz besonderen Rennboliden eine perfekte Abfahrtsstrecke. Eine Idee, die vor 2 Jahren ihren Ursprung fand und auf Anhieb für Begeisterung sorgte. Also wir haben irgendwann mal mit den Jugendlichen draußen gesessen, in einem schönen Sommermonat, und hatten überlegt, was machen wir mit der Straße vor uns. Und dann hatten wir überlegt, mit irgendwelchen Geschossen halt da runter zu fahren. Und uns kam dann halt irgendwann in den Sinn, halt mal zu googeln, und haben dann auch dementsprechend Bobbycars gefunden und sind dann wirklich in die Umsetzung gegangen und haben dafür dann die St. Donatus-Bruderschaft aus Mehl gefunden. Es hat dann wunderbar zusammengepasst, ja, und somit hatten wir letztes Jahr das erste Rennen und dieses Jahr dann halt das zweite, weil es so erfolgreich war. Auch die 8-jährige Catalina Parker wartet bereits sehnsüchtig auf ihren ersten Start. Die Zeitnehmer sind bereit und dem Rennen steht nichts mehr im Weg. Das war voll cool. Ich hatte richtig viel Spaß. Das war vorher so ein ADAC-Bobbycar und das ist schwarz lackiert worden und die Totenköpfe haben wir dann noch draufgeklebt. Belohnt wird ihr Einsatz mit einem 2. Platz im Einzelrennen und einem 3. Platz in der Mixed-Klasse. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter des Jute von den Mitgliedern der St. Donatus Schützenbruderschaft aus Altmiel. Bobbycar-Rennen zu machen, das war schon immer unsere Ambition, sich mit Kindern zu beschäftigen, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen, weil das Füreinander und Miteinander in dem Feld einfach im Vordergrund steht. Ja, und so ist das Ganze mit dem Jugendzentrum entstanden. Das Jugendzentrum arbeitet mit Jugendlichen, mit Kindern. Ja, und die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, ey, ihr könnt das, sollen wir es nicht zusammen machen? Und wir haben sofort gesagt, alles klar, dann machen wir das zusammen. Und wer glaubt, dass dieses Crazy Race nur etwas für Kinder oder Jugendliche ist, der irrt gewaltig. Teilnehmer im Alter bis zu 65 Jahren begeistert das Rennen mit diesen Kultgefährten. Ja, so sehen Sieger aus, ne? Ja. Hat nicht sollen sein. Erste Mal dabei mit einem Serien-Bobbycar. Okay, einverstanden. Hab extra 2 so, mitgebracht. Obwohl, damit ich tauschen konnte. Aber ist da gar nicht so gekommen. Ich glaube, 23er Zeit gefahren. War langsamer als der Rest der Welt. Okay, einverstanden. Ist auch egal. Dabei sein ist alles. Und dann ist es auch gut. Das passt schon. Alles gut. Dabei sein, mitmachen, gegenseitig unterstützen und Spaß haben. Dies ist auch die Motivation der Motorradfreunde Rolling Thunder aus Ratheim. Wir machen zum Beispiel Veranstaltungen wie Feuerwehren, Bruderschaften, Schießvereine. Wir sind e.V. drin in Ratheim. Wir arbeiten zusammen hier mit Miel. Jeder hat es schwer. Jeder versucht, Bänke zu kriegen, jeder versucht, Zelte zu kriegen, auszutauschen, eine Freundschaft zu kriegen, für kleines Geld Leute ranzuholen. Nicht immer verlaufen die Rennen glimpflich, sodass das ein oder andere Gefährt auch schon mal in die Werkstatt muss. Was man mit einem Bobbycar kann, kann man bestimmt auch mit einer Bierkiste. So die Idee und so die Umsetzung. Bei einem Nachtreffen zusammen wieder mit der Bruderschaft hatten wir dann verschiedene Ideen gesammelt und hatten dann überlegt, wie können wir es nächstes Jahr steigern. Und dabei ist im Endeffekt dann das Bierkistenrennen entstanden und wir haben es dann auch dieses Jahr umgetauft in Crazy Race, um dann halt auch so ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Wir haben dann verschiedene Attraktionen dazu geholt, zum Beispiel den T-Shirt-Druck, wir haben jetzt eine Hüpfburg. Also wir bauen unser Programm immer weiter und stetig aus und hoffen, dass halt wir auch immer mehr Kinder und Jugendliche, Eltern erreichen, die uns dann besuchen, um dann auch dementsprechend unser Jugendzentrum zu repräsentieren. Und wenn das Modell gut durchdacht und fachmännisch gebaut ist, werden fast so schnelle Zeiten wie bei den Bobbycars erreicht. Das Ziel ist erreicht. Viel Spaß für alle Beteiligten und die Zusage, dass man auch im kommenden Jahr wieder dabei ist. Beim Crazy Race in Wassenberg. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel. Jeden Tag. Und damit sind wir auch diesmal wieder am Schluss unseres aktuellen Magazins, von dem ich wie immer hoffe, dass es Ihnen ein wenig Spaß gemacht hat. Die nächste Ausgabe stellen wir natürlich pünktlich ab dem 27. September hier bei Maregio TV für Sie bereit. Bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich eine schöne Zeit.